wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Massimo über rechts. Der Ball kommt. Kalajdzic kommt nicht ran. Schade. Eieiei, Ahamada. Boah, gehst du da ran, Mann. Gelbe Karte völlig berechtigt. Bruder, Ahamada, zügel dich. Komplett offene Sohle aufs Schienbein. Bruder, Digga. Das ist halt wirklich, das hast du auch schon gegen Wolfsburg gesehen, das hast du gegen andere Clubs gesehen schon, als Ahamada gespielt hat. Das ist manchmal ein bisschen übereifert. Was macht er? Aber nicht rot, Digga, chill! Diggi, nein, lass es bleiben! Nein! Ach Mensch, Kerle, muss das sein. Er geht halt schon rein, ne? Boah. Fuck my life. Er geht halt schon rein wie sonst was. Mann, da bist du einmal zu übermotiviert. Und zack, bist du runter nach 12 Minuten. Oder 13, wie auch immer. Ach, das ist doch scheiße. Ich hatte natürlich als VfB-Fan ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht ja, erstmal mit Dunkelgelb weggemacht wird. Aber ja, die kannst du, glaube ich, schon geben, die rote. Und genau du sagst es, Crispy. Ich wollte es eben gerade sagen. Haben wir jetzt den Reverse-Effekt vom Bayern-Spiel? Jetzt haben wir nach 12, 13 Minuten die rote Karte bekommen. Damals war es Davies. Muss ich auch mal eben kurz meine rote Karte rauszaubern. Ich habe sie doch irgendwo gehabt noch fürs Bayern-Spiel. Nkunku, Abschluss aufs kurze Eck, Kobel hält. Ich hoffe mal sehr, dass wir jetzt hier nicht komplett aufs Fressbrett bekommen. Also es wird halt leider wirklich ein Spiel auf ein Tor, ne? Es wird halt ein Spiel auf ein Tor. Oi, 1500. Jungs, ist das eine schöne Zahl. Ist das eine schöne Zahl. Vielen, vielen Dank, Jungs. Gerne in einer Halbzeitpause verdünnisieren. Sonst fängst du dir irgendwann das 1-0. Nochmal Ecke. Wieder nicht verkehrt. Kobel hatten. Wichtig, stark. Wichtig von Kobel, sich da reinzuschmeißen. Boah, stark gehalten von Kobel. Das war wieder eine Rettungs... Oh, der Ball ist noch im Spiel. Okay, Einwurf. Hoi, hoi, hoi. Den hat Kobel gerade wichtig gehalten. So, Olmo, Flanke. Ist das euer Scheiß Ernst? Ist das euer Ernst? Noch im Tiefschlaf oder was? Tiefschlafphase. 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Olmo hat Zeit, flankt. Hadara läuft sich völlig frei und köpft das Ding aus 11 Metern eiskalt in den Knick. Du hältst die gesamte erste Halbzeit, hältst du dich irgendwie da drin, hältst dich irgendwie auf 0-0. Dann brauchst du in der zweiten Halbzeit. Dann brauchst du in der zweiten Halbzeit 20 Sekunden, Digga. Perfekt, dankeschön. Schöne Tiefschlafphase nach der Halbzeit. Hatten wir jetzt aber schon ein paar Mal, ne? Hatten wir schon ein paar Mal, auch gegen Dortmund. Wir haben irgendwie so ein... Irgendwie in die zweite Halbzeit reinzukommen, ist nicht so unser Ding irgendwie. Das fühlen wir irgendwie nicht ganz so, habe ich so das Gefühl. Natürlich geht's super, ne? Weil jetzt musst du natürlich irgendwas machen, wenn du einen Punkt mitnehmen musst. Jetzt musst du ein Tor machen. Ach, Jungs, Mann. Haidara durch die Mitte, Doppelpass. Boah, Kobel. Richtig stark. Stark rausgespielt von Leipzig. Schöner Doppelpass, Haidara und sehr stark. Mit der Torwartgrätsche Kobel geholt. Kobel hat zu 100%, glaube ich, einen Spot im Man of the Match Voting. Muss einfach. Und den für 4 Millionen. Für 4 Millionen hast du den mitgenommen, den Kobel. Das ist so frech. Oh je, Fehler. Sörlot. Ah, wieder Kobel. Kobel, richtig stark. Auch schon hinspielen. 11 Meter rausgeholt. Zwei, drei andere Dinger. Weltklasse rausgefischt. Gegen Leipzig lebt Kobel mal so richtig auf. Krass, Mann. Kriegen das Ding nicht ganz weg. Boah, Kobel. Und nochmal Kobel. Fuck, mein alter Falter. Junge, 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 Junge. Heilige Scheiße. Also ohne Kobel steht es hier 4-0. Angelino, der auch schon gehalten war, aber so eine Torhüterhöhe. Und den danach. Der Nachschuss von Olmo. Pure Weltklasse. Der Schuss Angelino auch schon gut, aber es ist Torwarthöhe. Der war, ja, darf er halten. Und dann der Nachschuss aus 7 Metern, das ist pure Weltklasse. Nach Köpfen kämpft noch zurück zum Keeper. Kobel, junger Vater, Digga. Alter, die zweite Parade. Lecco mio. Ball kommt hoch. Forsberg. Elfmeter für Leipzig. Ja, kannst du schon geben. Ist in Ordnung.
Forsberg 2-0, Spiel vorbei. Ach, ist das unnötig, Mann. Du verkackst hier das Spiel durch zwei eigene dumme Fehler. Einmal überhastet dumm rein und direkt bist du über 75 Minuten mit 10 Mann unterwegs. Einmal wieder auch überhastet und dumm rein in Zweikampf und Elfmeter. Du schenkst das Spiel komplett selber her. Du schenkst hier einen Unentschieden komplett selber her. Das ist vollkommen verdient, weil Leipzig natürlich mehr macht. Das ist in Ordnung, dass die hier das Spiel gewinnen werden. Aber meine Fresse, ist das unnötig, ey. So sinnlos, sich da einen Elfmeter zu fangen. So sinnlos, Mann. Upamecano. Scharf reingeben und Orban krätscht das Ding zum Glück übers Tor, nicht ins Tor, sonst wäre es das 3-0 gewesen. So. Mohamed Sanko. 17 Jahre alt, kommt für Kalajdzic und Karasor kommt für Castro, also beides 1 zu 1 Wechsel. Sehr schön. Grobe 20 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger Bundesliga-Einsatz für Sanko. Wir sind über den Mittelkreis hinaus. Langer Ball auf Sanko. Nimmt ihn an. Ja. Aber Sanko holt eine Ecke raus immerhin. Schöner langer Ball vom Kempf. Sanko nimmt das Ding an. Will an ihm vorbeischippen, klappt nicht. Ins Gesicht. Eckball. Ist vielleicht der erste in der Partie, ne? Für uns. Ja. 10 Ecken für Leipzig, eine für uns. Philipp Förster darf sie treten. Komm, Ehrentreffer, bitte. Die Ecke kommt. Ah, kommen wir nicht verkehrt. Lebt noch so halbwegs. Jetzt kriegen sie es fast geklärt. Schulinov. Nochmal hoch. Karasor chippt nochmal rein. Ah, wir bleiben am Ball. Endo. Ah, schade. Jetzt geht der Ball zurück. Und jetzt pfeift Dennis Aitekin das Spiel ab. 2 zu 0. 3,4 X-Goals zu 0,0 X-Goals.